Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Video, das wirklich mal ein bisschen außerhalb von der Reihe ist. Der ein oder andere von euch, die uns auf Instagram folgt, weiß es bestimmt schon. Seit Mitte August bin ich Tiffy nicht mehr geritten. Und zwar, weil sie am 18. August bei einem Sturm sich ein Eisen abgetreten hat. Und soweit wäre das ja erstmal gar nicht so dramatisch, aber weil Tiffys Hornqualität generell nicht so gut ist, konnten wir dann kein neues Eisen drauf machen und der andere Huf war auch nicht optimal. Deswegen haben wir uns entschieden, beide Eisen abzumachen. Da das Horn so schlecht war, konnte sie ohne die Eisen gar nicht laufen. Und ich habe mit dem Schmied dann beschlossen, dass wir jetzt einfach warten, bis das Horn so weit nachgewachsen ist, dass wir wieder Eisen drauf machen können. Und der war natürlich zwischendurch auch da, aber es war noch nicht weit genug. Aber am Montag haben wir endlich wieder Eisen drauf gemacht. Ich war schon sehr happy. Und heute ist Freitag, das heißt, seit 5 Tagen konnte sie sich jetzt dran gewöhnen, mit den Eisen und den neuen Füßen wieder zu laufen. Und heute möchte ich sie das erste Mal wieder reiten und ich dachte, dann nehme ich euch einfach mal mit. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es wird. Im Moment ist das Pony ja noch ein bisschen verschlafen. Diejenigen von euch, die uns nicht auf Instagram folgen und deswegen das Ganze nicht mitbekommen haben, sind natürlich herzlich eingeladen, das noch zu tun. Den Link zu unserem Profil findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr einfach mal vorbeischaut, weil da einfach sehr regelmäßig was kommt und wir gerne alle Infos mit euch teilen. Ich bin jetzt geritten. Ich habe erst so ein bisschen Handarbeit gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und danach bin ich dieses wundervolle Pony hier geritten. Und es hat wirklich echt gut geklappt. Sie war echt ziemlich ausbalanciert dafür, dass ich sie jetzt so lange nicht geritten bin. Und es ist klar, dass es noch Defizite gibt, aber es war wirklich wenig. Und wir haben jetzt auch nicht so viel gemacht. Ich bin ein bisschen Schritt gegangen und dann nochmal ein paar lange Seiten getrabt. Und ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden und deswegen verabschiede ich mich jetzt und sage Tüdelü!